Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Mario Party DS. Im letzten Part haben wir Knochentrocken besiegt und DK wieder befreit. Und es ging dann auch los mit dem nächsten Brett, nämlich Kamex Bücherkabinett. Das reimt sich sogar, Brett und Kabinett. Und es läuft so lala, Luigi hat einen Stern mehr als ich, aber ich hoffe mal, dass ich noch irgendwo einen herbekommen werde, um ihn dann zu überholen. Mal schauen. Jetzt erstmal die finalen 5 und Bowser macht wieder Ärger. Zeit für die finalen 5, die 5 entscheidenden Runden. So, mal gucken. Luigi führt, dann komme ich. Dann Peach und auf dem letzten Platz ist Daisy. Das heißt, Daisy darf am Rädchen drehen und mal gucken, was rauskommen wird. So, die Lotterie entscheidet. 300 Sterne frei raus. Okay, ist gar nicht so krass. Ein paar Münzen einfach nur. Na gut, okay. Ja, das Problem ist halt aktuell eben, dass einige von den Lampen oben sind. Und ich weiß noch immer nicht genau, wie man da oben hinkommen kann, außer halt durch einen Teleblock. Aber da muss man auch irgendwie anders hinkommen können. Ich weiß eben noch nicht genau wie. Aber ja, erstmal kann sich Daisy die Lampe da unten direkt vor ihr angucken. Und schauen, was da drin ist, ja. Wenn es ein Stern... Also wenn es kein Stern ist, wäre es blöd, weil dann ist eben bei einer von den oberen beiden ein Stern. Ja, ist keiner, okay. Ja, das heißt, es muss irgendwie... Ich hab das im Auge. So. Es muss irgendwie einer schaffen, nach oben zu kommen. Ich bin der Einzige, der aktuell eben die Teleblöcke hat. Aber es muss auch irgendeine andere Möglichkeit geben, nach oben zu kommen. Ich weiß noch nicht, welche leider. Aber vielleicht werden wir das schon noch herausfinden. Und selbst wenn nicht, ich habe die komischen Teleboxen da, also werde ich gleich benutzen und dann hoffentlich oben rauskommen. Mal gucken. Duell? Nein. Stattdessen geht er aufs Daisy-Feld. Sehr schlau, Luigi. Mann, Duell wäre voll gut gewesen, hätte er mit mir eins machen können. Und warum habe ich eigentlich immer noch was im Auge? So. Ich hoffe, jetzt ist es draußen. Okay, passt doch nicht. Oh yeah. So, ja, dann hier unten ist er nichts mehr. Dann mache ich mal ein bisschen Action und ich hoffe, dass ich oben lande. Ja, das ist typisch. Das ist typisch. Ja, ich meine, es ist egal, wo ich hingehe, weil ich eh gleich wieder den einsetze. Ich meine, ja, obwohl ich könnte beim Itemladen einmal vorbeischauen. Weil mich interessieren würde, was es da jetzt für Items gibt. Ob es Goldröhren zum Beispiel gibt. Weil Gold, weil das würde ja hier anders funktionieren. Weil es ja nicht ein Sternfeld gibt, sondern mehrere. Ja, das will ich mal austesten. Das würde mich interessieren. Und dann, wenn ich da aber war beim Itemladen, dann werde ich im darauf folgenden Zug wahrscheinlich die Telebox einsetzen. Ja, nicht von mir bitte. Okay, von Daisy. Okay, die hat ja auch die ganzen Sternklau-Dinger. Aber sie kriegt nur die Einsternkarte. Okay. Yes. So, sie geht rüber. Und sie landet auf einem von den Bücherereignisfeldern. Kann man da vielleicht doch nach oben kommen mit dem? Oder kommt sie jetzt nur nach links? Ah, okay, geht also doch. Aber die Frage ist, mit welchen dann? Das ist ja komisch. Weil wo das beim letzten Mal schon mal kam, da ist man dann einfach nur, ist irgendjemand nur von links nach rechts halt gekommen, aber immer noch unten geblieben. Also ist es auch Zugfall oder sind es bestimmte Ereignisfelder? Bin ich mir nicht sicher. Naja, aber jetzt haben wir es zumindest herausgefunden, wie es normalerweise geht. So, die Leier lockt auf jeden Fall. Hör dir zuerst das Tempo des Stücks an und imitiere die Geschwindigkeit so genau wie möglich. Je besser du spielst, desto mehr Goombas lockst du an. Achte auf die Noten, die deiner Leier entsteigen. Wenn du im perfekten Tempo kurbelst, färben sie sich bunt. Mhm. Hier mit richtigem Timing. Muss ich gleich machen. Okay. Okay, da habe ich schon mal die allermeisten erwischt. Nee. Okay, nicht alle zwar, aber wir sehen ja auch auf der Karte oben, da haben die anderen fast gar keine bekommen. 0, 3, 3, 44. Yay, das habe ich ganz knapp gewonnen. Yippie. So. Peach hat sogar nicht genügend Geld für einen Stern aktuell. Das ist ganz gut eigentlich. Weil Peach hat jetzt halt trotzdem gute Chancen, den nächsten zu bekommen, weil sie gerade das einzige oben ist. Und das wäre schlecht für mich, weil ich dann nochmal einen weiteren Kontrahenten hätte. Auch schon mit 2 Sternen. Ich habe immer noch nur einen leider. Aber ich gucke dann gleich mal eben beim Itemladen vorbei und ich hoffe,
dass es da irgendwas Krasses gibt. So, das ist eine Sternenblockade. Wenn man da drauf landet, dann kriegt man einfach einen Stern. Egal, wer drauf landet übrigens. Das heißt, das sollte man sich merken, das Feld. Wenn ich mal da irgendwie die Chance habe, drauf zu landen, dann sollte ich drauf landen. Also man muss sich da wirklich auch merken eben, was die anderen halt so für Items platziert haben. Oder halt für Trickfelder. Und wo man da eventuell landen will. Das ist ziemlich wichtig. Oh, Duell. Er will mich wählen, weil ich Zweiter bin. Und ich hoffe, dass Sterne im Spiel sind und ich hoffe, dass ich gewinnen kann. Ich habe schon beim letzten Brett mich mit Sternen, oder na, okay, mit Duellen da verloren, dann dadurch, durch ein einziges Duell. Aber diesmal geht es eh nur um Münzen, das ist ziemlich wurscht. Aber ich würde es trotzdem gerne gewinnen wollen, natürlich. Goomba-Gewimmel. Nochmal ein neues. Okay. Zeichne einen Kreis um die Goombas, um sie einzufangen. Braune Goombas sind einen Punkt wert, goldene drei Punkte. Fange keine Bob-Oms ein, sonst verlierst du die Hälfte deiner Punkte. So, schön Kreise ziehen. Um die Goombas. Das finde ich aber auch nicht so ultra einfach, weil die Kreise irgendwie nicht immer so hundertprozentig erkannt werden. Man muss, glaube ich, eher kleinere machen. Etwas kleinere, als man denkt. Okay, er hat einen Bob-Omb erwischt, das ist gut. Gleich kommen die Goldenen dann. Die sind aber, glaube ich, sehr, sehr schnell. Ja, genau. Wie soll man den erwischen, Mann? Egal, hab trotzdem mehr. Weil er zwischendurch ja auch seine Punkte zerbombt hat, Luigi. Aber von den normalen habe ich einfach viel, viel mehr. Die goldenen, auf die zu gehen, finde ich es sehr schwierig. Reicht ja auch so. Yay. So. Ein Stern und 111 Münzen, yay. Das ist cool. So, dann Doppelwürfel und zum Itemladen hin und gucken, was da gibt. Ich hoffe, was Geiles. Okay, ich komme hin. Das war jetzt aber sehr, sehr knapp. Vielleicht komme ich sogar auch nach oben gleich mit dem Buch. Das wäre ganz nice. So. Ja, es gibt nämlich keine Goldröhre. Ich meine, dreimal. Okay, es ist ja jetzt so, Peach wird ja gleich sich. Ich meine, sie hat nicht genügend Geld leider. Das ist halt kacke. Es wäre sogar besser, wenn Peach jetzt Geld hätte. Weil die beiden. Im Prinzip, dass da oben jetzt noch zwei Lampen sind, stört mich eigentlich. Es wäre mir lieber, wenn jetzt mal unten welche auftauchen würden. Aber so ein Dreimal-Block ist schon ziemlich gut. Weil ich halt damit sehr, sehr viel entlang laufen kann und eventuell in einem Zug gleich zwei von den Lampen überprüfen kann. Ja, nehme ich mal einmal. Ich meine, ich habe jetzt mehr als genug Geld. Ich kann mir alles kaufen, was ich will. Will ich mir nochmal einen Teleblock nehmen, ist die Frage. Eventuell. Oder halt nochmal einen Dreimal-Block. Eins von beiden. Teleblock. So, das weg. Okay. So, vielleicht lande ich ja jetzt. Nee, passt. Vielleicht lande ich ja jetzt eh einfach oben. Falls nicht, hätte ich sogar noch zwei Teleblöcke. Aber wäre cool. Komm schon. Ja? Ach so. Ah, so funktioniert das. Okay, man muss eine Linie zeichnen. Man darf sich selber aussuchen. Interessant. Nach oben will ich. Aha, das ist cool. Das wusste ich gar nicht mehr. Okay, dann hat man da die freie Wahl. Jetzt ist mir doch recht, dass Peach keine Münzen hat. Weil ich kann dann gleich den Dreimal-Block einsetzen und dann beide Lampen überprüfen und dann habe ich den Stern. Safe. Was ist da? Oh Gott, ich habe keine Ahnung, was da ist. Okay, er macht einen Zauber. Ah, okay, Peach kriegt einfach dreimal Scheißblöcke. Und tauscht mit Luigi Platz. What? Okay, Luigi hat ja auch keine Münzen zum Glück. Was war das jetzt für ein verrückter Zauber eigentlich? Alle Items durch die blöden Giftdinger ersetzen und auch noch Platztausch. What the fuck? So, Kornfeldknipserei ist ein absolut geiles Minispiel. Das ist eines der besten jemals in der Mario Party Geschichte. Das ist so geil. Geh auf Fotosafari und knipse die Konkurrenz. Drücke erst ab, wenn der Rahmen der Anzeige sich grün färbt, damit der Schnappschuss gelingt. Bewegen und Fotoschießen. Dein Blitzlicht muss sich nach jedem Einsatz neu aufladen. Also solltest du nicht zu voreilig abdrücken, sobald dein Gegner sich zeigt. Das ist absolut geiles Minispiel. Das hier ist die Map. Und wir müssen die anderen, ist quasi ein Shooter, wenn man so will, müssen die anderen fotografieren. So, muss ich noch aufladen aktuell. Aber jetzt ist er voll. Jetzt kann ich ein Foto machen. Zack. Luigi erwischt und ich muss eben von jedem meiner Gegner ein Foto machen. Also nochmal Luigi zu treffen, bringt mir nichts. Ja, scheiße. So, Daisy. Peach fehlt noch. Das ist so cool einfach nur, ich liebe das. Weil hinter jeder Ecke ein Gegner lauern kann. Das ist richtig cool. Da ist Peach. Ja, wo ist sie jetzt hin? Nein, sie ist nach rechts wahrscheinlich. Nein!
Ja, Luigi bringt mir nichts leider. Ich meine, ich könnte es machen, um ihn zu stunnen, kurz, aber sonst bringt es mir nichts. Wo ist denn Peach jetzt? Da. Genau. Wenn irgendwelche Fotos geknipst werden, kann man auf der Karte aussehen, wenn da welche geknipst werden, von wem. Oder wer da erwischt wird oder so. Deswegen, da kriegt man dann kleine Anhaltspunkte. Absolut geil, das Minispiel. Also ich hab schon oft erwähnt, die Minispiele hier in Mario Party DS sind der Wahnsinn. Die sind richtig, richtig gut. Gibt natürlich trotzdem auch ein paar, die ich jetzt nicht so perfekt finde, gibt's immer. Aber so im Schnitt finde ich, dass Mario Party DS echt richtig starke Minispiele hat. Ja. Okay. Genau, Luigi hat ja auch kein Geld, das ist gut. Also er kann sich auch keine von den beiden Lampen leisten. Ich schon. Ich habe vor allem auch einen Dreifachwürfel. Und kann mir dann gleich beide... Nein? Okay, von Daisy. Ist der dumm? Ich sage ja, die KI auf dem Brett vor allem ist nicht so die ganz schlauste. Aber finde ich okay, dass er nicht von mir geklaut hat. Finde ich okay. So, das geht leider nicht. Itemladen geht auch nicht. Tja, sorry Luigi. Geld müsste man haben, ne? Ich habe Geld. Mehr ist genug. So, dann gucken wir mal. Genau, vor allem das Wichtige ist, bei den beiden Lampen, keine von beiden dürfte mehr eine Falle sein. Eine Lampe ist ja immer eine Falle, die einen zum Start zurückschickt. Das wäre schlecht, wenn ich die erwischen würde. Eine hat einen Stern und eine hat einfach nur Münzen. Und die Fallenlampe ist schon weg. Und deswegen dürfte ich safe den Stern bekommen. Ja, vielleicht jetzt nicht sofort hier, aber dann würde ich halt Münzen zuerst erhalten. Und dann danach eben den Stern. Okay, oder einfach drin den Stern. Yay. Sehr schön. So, jetzt hoffe ich, dass mindestens eine Lampe wieder oben erscheint. Und zwar am besten die mit dem Stern. Ja, da ist eine. Mhm. Das wäre jetzt ganz cool. So, da noch. Und da. Okay. Mhm. So, dann gucken wir gleich mal. Ja. Wenn ich zum Start zurückkomme, wäre sogar auch okay, weil jetzt oben ist ja keine mehr. Ja, okay, das passt sogar. Also sich oben aufzuhalten ist wirklich sehr, sehr schwierig, weil man sehr leicht wieder zurückgeschickt werden kann. Ich kann sogar die erreichen. Ja. Jetzt habe ich einfach in einem Zug drei Lampen öffnen können. Deswegen sage ich ja, ein Dreifachwürfel ist richtig krass. Deswegen würde ich da gleich nochmal einen haben. So, her damit. Jetzt hat er keine mehr. Willst du mich verarschen? Warum? Ja, dann nimm Doppelwürfel. Mach das weg. Will ich mir sogar nochmal einen holen? Ich glaube, einen Teleblock brauche ich jetzt nicht mehr so dringend erstmal. Dann nehme ich das doch mal. Ich hätte gerade eben, wo ich die Wahl hatte, anstatt einen Teleblock noch einen Dreifachwürfel nehmen sollen. Das wäre besser gewesen. Aber naja. Nee, passt, passt. Okay. Aber der Monty ist durch mich schon ziemlich reich. Weil ich da mal sehr viel Geld ausgebe. So, ja, bitte. Ah, okay, die andere. Ja, ist okay. Dann gehe ich natürlich nach rechts. Jo. Und dann bin ich wieder vorne dran. Und Peach könnte hinkommen, aber sie müsste ziemlich hochwürfeln. Vielleicht setzt sie ja auch einen ihrer Würfel ein. Lol. Die KI ist sehr, sehr schlau. Ja, ja. So, und ich habe einen Doppelwürfel. Also ich habe gleich sehr gute Chancen hinzukommen. Daisy kann ihn nicht erreichen. Nee, egal was sie würfelt. Die hat auch kein Item. Genau, passt. Okay. So, Minispiel. Scheibchen schützen. Das ist, glaube ich, auch lustig. Ja, das ist auch cool. Spanne den Bogen mit dem Touchpad und triff die Ziele. Bowser zählt 100 Punkte, Kamek 20. Triffst du Toadette, verlierst du 30 Punkte. Schnelle Schützen sind hier im Vorteil, aber schau zuerst, ob die Zielscheibe nicht Toadettes Gesicht zeigt. Okay, da wird sogar jetzt ein Tipp nicht verraten. Ich dachte, das würde bei Tipp stehen. Weil es dürfte so sein. Wenn man am Stück trifft, ohne daneben zu schießen, dann kriegt man Bonuspunkte. Für jeden Treffer am Stück, ja, kriege ich 10 weitere. Also jetzt kriege ich 20 Punkte. Jetzt 20 plus 10. Dann 20 plus 20. Ja, verdammt. Also ihr seht, wenn man da nicht daneben schießt, dann hat es sehr große Vorteile. Man muss halt nur sich sicher sein, dass man es selber treffen wird und nicht der Gegner irgendwie einem das Ziel wegnehmen wird. Ja, was? Nein, Bowser nochmal, komm. Nein! Nein! Aber ich habe trotzdem gewonnen, oder? Boah, Daisy war aber nah dran. Alter, warum ist denn nur Daisy eigentlich so gut? Das ist ja richtig komisch. Ja, irgendwie, ich hatte auch das Gefühl, dass das Fadenkreuz von ihr viel, viel schneller war als von den anderen beiden. Also ist Daisy vielleicht auf stark und die anderen beiden sind auf leicht oder so? Trotzdem verliert Daisy gerade hart. Alles komisch. Naja, muss ja nicht alles verstehen. So, Moment, wechsel wieder. Okay. So, Daisy hat aber jetzt natürlich auch sehr viel Geld und kann sich auch krasse Sachen holen. Bei ihr gibt es dreimal Blöcke auch leider. Ach was!
Warum gab es von mir keine Sternröhre? Ja, und wie funktioniert die Sternröhre, ist jetzt die Frage. Kommt man einfach random zu irgendeinem oder wirklich immer zu dem mit Stern? Das wäre ein bisschen zu krass, finde ich, oder? Naja, mal gucken. So, Ereignisfeld. Jetzt wird Luigi wieder zurückgeschickt. Okay, jetzt darf er sich wieder aussuchen, wo er hin will. Nach unten oder nach rechts? Okay, also nach rechts unten. Genau, also es gibt drei verschiedene Felder eben mit den Büchern. Links unten, rechts unten und links oben. Und wenn man bei einem landet, dann kommt man zu einem der beiden anderen Stellen. Das darf man sich aber aussuchen, wo man da hin will. Okay, alles klar. So, ja, Doppelwürfel natürlich. Und bitte eine 5 oder sowas würfeln. Das werde ich ja wohl schaffen. Ach, ein Inchi kommt dann sogar auch rein, wenn man da dran startet. Interessant. Das ist doch jetzt... Ich raste wieder aus. Ich muss wieder ausrasten. Das ist doch... Das kann doch wieder nicht sein. Ist es nicht schon mal so, dass ich in dieser Party mit einem Doppelwürfel eine 3 gewürfelt habe insgesamt? So, Peach macht wieder den Würfel hier, den tollen, und sie geht auch woanders hin. Eieiei. Nämlich nach links geht sie. Okay, nicht nach links oben. Aber ist eigentlich okay, weil Daisy kriegt jetzt dann gleich noch einen Stern. Aber solange Luigi keinen mehr bekommt, ist alles gut. Ja. So, Strandgutschnapper. Das kennen wir noch nicht. Das habe ich auch schon mal gespielt, ohne euch. Schnapp dir so viele Münzen wie möglich, aber lass dich nicht von den Wellen mitreißen. Rote Münzen sind 5-mal so viel wert wie normale. Das ist auch ein ziemlich cooles Minispiel. Wirst du von einer Welle erfasst, bist du einen Augenblick lang betäubt. Achte also auf dein Timing, wenn du dich in Richtung Meer wagst. Mhm. Man muss halt gucken, dass man recht weit oben ist, aber nicht zu weit oben. Damit man nicht von der Welle erwischt wird, aber man muss halt trotzdem weit oben sein, um der Erste zu sein, der dann gleich die Münzen absahnt, wenn es welche gibt. Vor allem die roten. Okay, das waren alle meine. Yay. Ja, KI ist wieder mal sehr gut. Ja, ja. Oh, die kam weiter, als ich dachte. Okay, jetzt hat Daisy auch mal eine. Eine kannst du gerne haben. Alle wurden erwischt, finde ich gut. Das sind alles meine. Ja, ne? Ach ja. So, aber ich habe die Party noch immer nicht gewonnen. Da kann noch viel Quatsch passieren. Irgendwie ein Duell, was ich wieder dann blöd verliere. Oder irgendein anderer Käse. Da kann noch alles passieren. Da ist noch alles drin. Obwohl ich einfach so hart dominiere bei den Minispielen, heißt es halt wieder nicht unbedingt, dass ich bereits gewonnen habe. Aber ich glaube trotzdem, dass es gut aussieht. Okay, jetzt ist klar, was die Sternröhre macht, weil es gibt ja nur noch einen. Hätte mich eher interessiert, was die machen würde, wenn es halt noch 3 Lampen gibt. Aber nur gut. So, Stern für Daisy. Glückwunsch. Und wenn sie ganz viel Glück hat, dann kriegt sie sogar noch einen. Wenn jetzt noch eine Lampe vor ihr auftaucht und da auch noch ein Stern drin ist. Könnte sein. Oben ist eine bei mir. Okay. Kann ja auch sein, dass da ein Stern drin ist. Und vor Daisy ist... Ja doch, die ist vor ihr. Da kommt sie sogar mit einer 5 schon hin. Könnte also sein, dass sie noch einen bekommt. Noch einen bekommt. Aber es wäre gar nicht so schlimm, weil ich habe immer noch mehr Münzen als sie. Aber sie würfelt eh scheiße. Oh, Duell nochmal, okay. Mit mir um 2 Sterne. Sprich, wer das Duell gewinnt, gewinnt die Party. Richtig? Ne, nur 20 Münzen. Okay, dann ist es wieder ziemlich egal eigentlich. Ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher, warum das bei dem einen Duell vor ein paar Parts so krass war. Ich weiß gar nicht mehr, welche Map das war. Aber das war wieder Magnetathleten, das gibt's doch nicht. Ich habe Albträume von dem Minispiel. Aber da war es ja so, dass bei dem Roulette ein Stern, ein Stern, ein Stern, zwei Sterne, zwei Sterne oder sowas angezeigt wurde. Und hier jetzt halt nur Münzen und nur einmal Stern. Irgendwie komisch. Naja, so, diesmal werde ich es besser machen. Glaub mir. Übrigens schöne Sachen, die auf der Tafel stehen, will ich mal anmerken. Schöne mathematische Formeln und so. Aber nicht auf Mathe achten. Okay, das war auch wieder ein bisschen sehr knapp. 0 Zentimeter! Ja, okay, ich wollte es eigentlich ja weniger riskant machen. Also irgendwie ist es ein bisschen verzögert aber auch, finde ich. So, wenn man drückt. Weil ich dachte schon, ich hätte früher gedrückt wieder. Das habe ich beim anderen Duell eben auch gedacht, wo ich dann verloren habe. Aber yeah, ich habe einen neuen Rekord und besser geht's nicht. Also, warum nicht? So, Luigi kann sich den Stern eh nicht leisten. Nochmal einen Sternblock aber. Alter, ich habe jetzt schon gedacht, dass der darauf landen würde. Alter, wäre ich da ausgerastet. Weil dann hätte er eventuell gewonnen, weil ich krieg da jetzt vielleicht halt keinen Stern da oben in der Lampe.
Ey, ohne Witz. Mich hätte es gar nicht mal so gewundert, wenn jetzt Luigi dadurch gewonnen hätte. Mich hätte es gar nicht so sehr gewundert. So, krieg ich noch einen Stern oder nicht? Okay, ich krieg eh noch einen. Okay, dann wäre es eh egal gewesen. Na gut. Ach man, ey. Yay. So, und ich darf sogar nochmal. Ich muss wohl ihr nochmal ein Duell machen. Ja, ist eigentlich schlecht. Will ich eigentlich nicht. Weil wenn da jetzt Sterne gesetzt werden und ich verliere es, dann könnte ich halt noch verlieren insgesamt. Hm. Es wäre sogar jetzt schlauer, wenn ich Peach oder sowas nehme. Weil wenn ein Stern gesetzt wird bei beiden und Peach gewinnt, dann hat sie auch zwei Sterne. Ich aber auch und dann würde ich trotzdem gewinnen. Wenn ich mit Luigi einen Kampf mache und es wird ein Stern gesetzt und er gewinnt, dann gewinnt Luigi insgesamt die Party. Also mit Peach ist besser. Ja, okay. Okay, eh wieder nur Geld. Ja, einfach, bei mir einfach 65 Münzen, das ist ja fair. Aber ist auch wieder egal, das Minispiel eigentlich. So, wir haben Posenparade, das kennen wir auch schon. Seifensurfen wäre zum Beispiel neu gewesen für euch. Aber das kennen wir schon, deswegen werde ich mal hier ein bisschen schneller machen. Das habe ich sogar, habe ich mich sogar gar nicht so gut angestellt beim letzten Mal. Aber jetzt werde ich es besser hinkriegen. So, das ist noch die Demo. Okay. Dum-dum-dum-dum. Zack. Mhm. Und gleich kommt es wieder im Schnellfeuer. Easy. Ja, Peach kann ja gar nichts. Was eigentlich, wenn ich zu früh drücke? Wenn ich mal jetzt einfach drücke? Ah, kann ich gar nicht. Okay, man kann erst dann wirklich drücken, wenn was passiert. Yeah! Ich glaube sogar, am Ende das Letzte ist immer, dass beide im Scheinwerferlicht stehen. Glaube ich. Nicht ganz sicher. Aber Peach hat noch ordentlich aufgeholt. Die hat ja nur einen Punkt bei der Hälfte oder so. Also am Ende hat sie das meiste richtig gemacht, aber bringt ja leider wenig. Aber mir bringt es auch wenig, weil ich kriege jetzt halt irgendwie... Genau, ich habe jetzt 4 Münzen dazu bekommen. Cool. Und sie hätte 65 Münzen dazu bekommen, wenn sie gewonnen hätte. Alter, die ist einfach vorm Stern und... Ich meine, sie hat eh keine Münzen. Okay, ja egal. Aber die KI ist einfach so dumm und trotzdem hat die KI so oft gegen mich gewinnen können. Das kotzt mich so an. So, Bowser verteilt die Sterne nochmal neu, passt auf. Und ich verliere noch. Nee, das gibt's glaube ich nicht. So, was macht er? Münzen her. Wirklich, Bowser? Weniger? Okay. 5 Münzen nur. Na gut. Ja, ja. So, letztes Minispiel gegen Peach. Ist aber egal, wie das ausgeht. Denn das habe ich sowieso gewonnen. Also darf, deswegen finde ich zum Beispiel auch, das kennen wir auch schon, deswegen finde ich auch, dass es ein bisschen langweilig und schade ist, dass es keine Bonussterne gibt. Weil so ist halt das letzte Minispiel oftmals irrelevant. Weil ansonsten mit Bonussternen ist es durchaus wichtig, weil es dann noch entscheiden könnte, wer den Minispielstern bekommt. Aber das, der wird ja eh nicht verteilt, Mann. Ich finde das voll schwierig, das Minispiel. Der wird ja eh nicht verteilt. Und deswegen steht er jetzt eh schon fest, dass ich gewonnen habe. Deswegen hat man sich das letzte jetzt auch sparen können. Quasi. Ja. Aber gut, ich habe mal wieder eine Party im ersten Versuch gewonnen. Zwar schon auch relativ knapp, aber nicht ultra knapp. Und ich hatte zwar auch wieder ein bisschen Pech, finde ich. Vor allem am Anfang, die ersten 3 Runden, hatte ich übelstes Pech. Aber zum Ende hin dann nicht mehr. Da ging es dann. Ja. Und deswegen habe ich hier gewinnen können. Gut. So, wir kriegen Goomba. Und Kamex Federkiel. Und Kamex Sintenfass. Wunderschön. So, aber dann würde ich wieder erstmal sagen, dass es das hier war für diesen Part von Let's Play Mario Party DS. Beim nächsten Mal geht es dann weiter mit dem Bosskampf gegen Kamek, der übelst cool ist, einfach nur. Also das ist, also ich finde, die Bosskämpfe werden wahrscheinlich, glaube ich, immer besser. Ja, vielleicht ist Kamek sogar besser als der finale Bosskampf gegen Bowser. Der ist übelst cool, einfach nur. Und das nächste Brett kommt dann schon. Das letzte wird beim nächsten Mal schon kommen, das von Bowser. Es war anders, als man denkt, das Bowser-Brett, aber auch voll cool. Also der nächste Part wird sehr, sehr interessant, definitiv. Gut, also dann, Leute, bis zum nächsten Mal.